Wir erleben einen unfassbaren Preishammer. So hat es heute ein Bankanalyst gesagt, angesichts der heute Morgen veröffentlichten deutschen Erzeugerpreise, die viel, viel, viel höher ausgefallen sind als erwartet. Und das wiederum bedeutet, es wird sehr bald so sein, dass wir zweistellige Inflationsraten in Deutschland haben, denn diese Erzeugerpreise, die gelten als Pipeline-Inflation, also das, was praktisch in der Pipeline ist, denn das sind ja die Kosten, die die Unternehmen haben. Und jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder sie geben die Kosten an die Konsumenten weiter oder es geht in die Marge oder sie produzieren sogar mit Verlust. Das werden viele Firmen auf Dauer nicht durchhalten können. Also haben sie eigentlich nur die Möglichkeit, ihre gestiegenen Kosten an die Konsumenten weiterzugeben oder an die Kunden, die sie haben. Sonst verschwinden sie entweder vom Markt oder sie können es sich zumindest eine gewisse Zeit lang leisten, dass die Marge weg ist, aber die wenigsten werden das können. Dementsprechend sehen wir, dass da natürlich wahnsinnig viel Druck jetzt ist, nochmal in Sachen Inflation. Aber immerhin, in letzter Zeit sind die Energiepreise ein bisschen gestiegen, denn die waren es, die diese Erzeugerpreise hier so maßgeblich nach oben gebracht haben. Aber was wir hier sehen, das sind absolut schockierende Zahlen, meine Damen und Herren. Man kann es nicht anders sagen. Erzeugerpreise zum Vormonat erwartet war plus 1,6%. Das sind die Daten aus dem August. Also das ist schon ein bisschen her jetzt, der August. Damals waren die Energiepreise ja auch sehr hoch, aber 7,9% statt 1,6% erwartet. Das ist eine Abweichung, die sieht man extrem selten. Ebenso wie bei dem Vorjahresvergleich 45,8% statt 37,1% erwartet. Jetzt wurden die Volkswirte, die hier diese Prognosen abgeben, ja befragt, wie erwartest du das? Und die haben natürlich gesehen, dass die Energiepreise nach oben gegangen sind. Das heißt, selbst diese Fachleute werden hier total überrascht von diesem Tsunami, der in Sachen Energiekrise hier auf uns zurollt. Und das bringt die EZB natürlich in eine weiterhin desaströse Lage. Auf der einen Seite musst du eigentlich mit Zinsanhebungen jetzt gegen diese Inflation vorgehen. Auf der anderen Seite bringst du die Konjunktur damit ganz sicher in eine Rezession. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in eine Rezession fallen, die liegt ja fast schon bei 100%. Aber schauen Sie sich das mal an. Das sind Viagra-Charts vom Allerfeinsten, die wir hier sehen, und wir müssen uns jetzt fast schon an dieses Wort Hyperinflation gewöhnen, denn das sind ja schon Preisanstiege von fast 50%, wenn man jetzt mal Pi mal Daumen das Ganze sieht, die schon fast an türkische Verhältnisse erinnern. Also da ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Natürlich ist das vorwiegend eine Angebotskrise, gar keine Frage. Wir haben einen Energiemangel, vor allem durch die Sanktionen und die Gegenreaktion. Da hätte man sich vielleicht ein bisschen besser vorbereiten können, wenn man diese Sanktionen macht. Jetzt ist eben der Schock groß, und das haben offenkundig die Herrschaften hier im Westen, die die Führerschaft haben, nicht kalkuliert, dass die Dinge hier ein bisschen ungemütlich werden könnten. Man sprach immer nur von den Schmerzen, die die Russen auszuhalten haben aufgrund der Sanktionen. Aber jetzt hat man uns unsere Achillesferse gezeigt. Das ist Energie. Unser Geschäftsmodell basierte auf günstiger Energie. Wenn die weg ist, dann fällt auch unser Geschäftsmodell ein Stück weit in sich zusammen. Gestern hatte ich gezeigt, dass vor allem die Handelsbilanz Deutschlands negativ ist. Und das, obwohl wir jahrelang, jahrzehntelang eigentlich immer positiv waren. Wie gesagt, aber es gibt gute Nachrichten. Wir sehen hier mal den Dutch TTF Gas Future Price. Also das, der maßgebliche Benchmarkpreis für Europa, könnte man sagen, in Sachen Gas, 172. Das ist jetzt so ziemlich genau eine Halbierung, seit wir im August hier den Hochstand gesehen haben bei 300, knapp 50 Euro. Also es kommt ein bisschen Erleichterung wenigstens, dass wir jetzt die Situation haben, dass die Gaspreise sich halbiert haben seit dem Hoch. Aber dennoch sind sie um ein Mehrfaches höher als in den Jahren zuvor. Jetzt zweifelt, wie Insider berichten, Habeck plötzlich an der Gasumlage, wenn man Uniper komplett übernehmen müsse. Und das wird die Bundesregierung wohl machen müssen, und vielleicht nicht nur Uniper. Und das ist doch das große Problem, wieder dieses Hickhack in der Politik. Du hättest gleich hergehen müssen, wie damals in der Bankenkrise, dass du sagst, okay, wir retten eben diese systemrelevanten Unternehmen und wälzen das jetzt nicht auf die ohnehin schon geschwächten Konsumenten um. Das macht einfach keinen Sinn. Jetzt wird wahrscheinlich Habeck das langsam auch begreifen. Vielleicht begreift er dann bald auch, dass in Sachen Energiepolitik das eine oder andere schiefgelaufen ist. Immerhin RWE und Uniper wollen jetzt
mit Katar ja langfristige Verträge schließen, beziehungsweise die Kataris beharren ja immer auf langfristige Verträgen und das zu durchaus sportlichen Preisen. Wie jetzt gemeldet wird, hat die Bundesregierung das praktisch jetzt schon ausgeschöpfte Flüssiggasbudget um Milliarden nochmal erhöht. Also man meint es ernst, die Gasspeicher jetzt praktisch zu 90% gefüllt, damit ist man über dem Soll, das man sich selber gegeben hat. Interessant ist, dass wir ja abhängig waren von russischen fossilen Energieträgern. Jetzt wollen alle die grüne Wende, weil man sich sagt, naja, damit wird kein CO2 mehr ausgestoßen. Das passiert dann meistens woanders, indem eben etwa Kobalt abgebaut wird, Nickel abgebaut wird, Kupfer produziert wird etc. Aber entscheidend ist, dass wir jetzt, wenn wir diese grüne Wende machen, dann brauchen wir eben vor allem Kupfer, wir brauchen vor allem Nickel, wir brauchen vor allem Kobalt, wir brauchen vor allem seltene Erden und wir brauchen Lithium. Und wo wird das alles vorwiegend produziert? In China. Das heißt, wir wechseln von einer Abhängigkeit, nämlich die Abhängigkeit von Russland, in die andere Abhängigkeit, die Abhängigkeit von China. Und das ist natürlich jetzt auch nicht so die beste Option, denn böse Zungen sagen, die sind ja auch keine lupenreinen Demokraten da in Peking, gell? Also nicht lupenrein, aber fast, gell? Also fast lupenrein, aber schauen wir uns mal hier etwa den Preis für Lithium an. Explodiert geradezu und das bedeutet für die Fahrzeughersteller oder für die Hersteller von Elektrofahrzeugen und etwa Volkswagen und so weiter, die wollen ja ab schon bald nur noch E-Fahrzeuge produzieren, dass die Kosten massiv steigen, denn Lithium ist eben entscheidend für die Batterien und das wiederum wird bedeuten, dass wahrscheinlich die Preise für E-Fahrzeuge massiv nach oben gehen müssen, weil eben die Hersteller sich das nicht leisten können. Eben praktisch dann diese gestiegenen Kosten komplett alleine zu schlucken und das allseits, jenseits der Frage, ob wir überhaupt in der Lage wären, wenn, wie von der Politik gewünscht ist, bald nur noch E-Fahrzeuge gibt, überhaupt die Stromversorgung dann noch zu gewährleisten. Also es ist ein ziemliches Drama. Was ist der Vorteil jenseits der Klimaschädlichkeit, die natürlich das große Problem ist fossiler Energieträger? Aber fossile Energieträger sind billig, vergleichsweise billig gewesen, zumindest vor dem Ukraine-Krieg. Und du kannst sie speichern. Das ist eben der Unterschied zu vielen dieser alternativen Energien, die ein Speicherproblem vor allem haben, was sie grundsätzlich teuer macht. Wenn ich dann sehr viel Wind habe zum Beispiel, dann fällt manchmal der Strompreis sogar unter Null, weil die müssen das irgendwie abtransportieren. Entweder es ist ganz viel da oder es ist gar nichts da. Das ist das große Problem eben der Erneuerbaren. Für die natürlich auch die Öffentlich-Rechtlichen werben. Da wird viel gegendert, da wird ganz divers agiert. Ist ja schön und gut. Allerdings ist das eben zwangsfinanziert durch unsere Gebühren. Wer wohnt, muss zahlen. Das ist, wenn man das Ausländern erklärt, dann denken die, sagen wir, seid ihr völlig bescheuert, ihr Deutschen. Wenn ich etwas nicht konsumieren will, zum Beispiel, muss ich das Recht haben, es auch nicht zu konsumieren und dafür auch nicht zu bezahlen. Jetzt hat ja die Öffentlich-Rechtlichen ja eine Imageberaterin sich ins Haus geholt. Die hat gesagt, das ist die Demokratieabgabe. Das ist großartig. Mit dieser Demokratieabgabe haben sich die einen oder anderen die Taschen relativ voll gemacht. Vor allem sind es Privatfirmen im Umfeld derjenigen, die da im öffentlichen Dienst bei öffentlich-rechtlichen Medien agieren, die dann teilweise Privatfirmen noch nebenbei haben und sich da die Taschen doppelt und dreifach voll machen. Das ist ein System, das so nicht weiter bestehen kann. Jetzt will Lindner immerhin erstmal da einen Preisstopp machen. Keine Anhebung der Gebühren, finde ich gut. Die Herrschaften müssen jetzt mal klarkommen, würde ich sagen. Klarkommen müssen wir auch mit vielen Problemen, die die Weltwirtschaft jetzt hat, die Märkte derzeit haben. Wir haben gestern gesehen, die Märkte sind gestiegen. Nach dem Verfall ist es nach oben gegangen. Wir waren überverkauft. Wir haben eine Warnung der Fed oder haben gestern gehört, dazu gleich mehr, dass die Fed nicht zwingend interessiert ist, dass die Aktienkurse in die Höhe schießen. Aber was ist das große Problem der Märkte ist, dass sie natürlich jetzt gegen die Fed ankämpft auf der einen Seite und auf der anderen Seite wahrscheinlich die Gewinne der Unternehmen aufgrund der sich abkühlenden Wirtschaft eben bald schwächer werden. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel Ford hat jetzt seine Erwartungen für das dritte Quartal nach unten genommen, weil Supply Chain immer noch ein Riesenproblem. Und hier nochmal die gestern angesprochene Warnung sozusagen. Paul hat seine Rede kurzfristig umgestrickt, weil die Märkte eben so stark gestiegen waren.
und wollte dann mal draufhauen. Die Fed will es nicht, wenn jetzt die Leute zu viel Geld in der Tasche haben, weil ihre Aktien zu stark steigen. Das ist sozusagen das übergeordnete Problem. Auch wenn wir Bärenmarkt-Rallye sehen können, wenn wir jetzt vielleicht sogar noch weitere Gewinne sehen, mit der Fed möglicherweise weitere Gewinne sehen, im kurzen Zeitfenster dürfte dann eben noch etwas nach unten kommen. Wichtig für die Märkte ist die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die gestern knapp die 3,50-Marke überschritten hat. Wir waren bei 3,51. Hier unten in dem Chart sehen wir das. Das ist ein wichtiges Widerstandsniveau aus Mitte Juni. Erinnern wir uns, Mitte Juni waren die Aktienmärkte praktisch an ihrem Tief, eben weil die Renditen so hoch waren. Ebenso hoch wie jetzt die 10-jährige Anleiherendite. Jetzt sind wir wieder da, aber die Aktienmärkte stehen doch einen Schnaps höher als damals Mitte Juni. Dann kam ja diese saftige Rallye, bis dann Paul ein bisschen dazwischen schlagen musste. Jetzt wird interessant, heute wird die Atlanta Fed ihren GDP Now Tracker wieder aktualisieren und wir sehen, dass auch das dritte Quartal immer weiter nach unten geht. Wir sind super gestartet. Jetzt, letzte Zahl war nur noch 0,5% plus. Seitdem gab es aber Uni Michigan mäßig und vor allem NAHB Hausmarktindex sehr, sehr mäßig. Hier unten sehen wir etwa mal, dass die Stimmung eben am US-Immobilienmarkt so stark abgekühlt ist wie seit 1985 nicht mehr. Und hier sehen wir diesen GDP-Tracker der Atlanta Fed, also der jetzt doch nach ordentlichem Start eben deutlich nach unten weist. Und wenn jetzt der September, der ja nicht mehr allzu lange ist, noch negativ würde oder im September jetzt noch dieser GDP-Tracker negativ würde, dann hätten wir jetzt drei Quartale in Folge negativ. Und die Amerikaner werden uns wahrscheinlich trotzdem erzählen, na, das ist Rezession, nee, da. Aber es geht auch um die Weltwirtschaft. Hier sehen wir, dass das Ganze deutlich abkühlt in letzter Zeit, vor allem China kühlt ab. Natürlich Europa aufgrund der Energiekrise und dieser massiven Inflation. Und interessant ist ja, dass gestern Joe Biden praktisch Corona als beendet erklärt hat. Das hat wahrscheinlich Herrn Lauterbach ganz schlechte Laune gemacht. Ja, jetzt, was soll ich denn jetzt den Leuten erzählen? Aber schauen wir doch mal, was eigentlich seit Ausbruch von Corona, nämlich in den USA oder wo die Amerikaner den Beginn für Corona sehen. Das ist der 19. Februar 2020. Beste Aktie seitdem GameStop, ganz großartiges Unternehmen. Ja, also dass das nicht sich nochmal vertausend hat, das wundert mich ein bisschen, aber gut. Dann sehen wir schon Moderna, also Impfstoffentwickler praktisch, und dann kommt schon Tesla. Nein, also die bringen jetzt 1 Billion praktisch wieder an Marktkapitalisierung auf die Waage. Das sind die großen Gewinner. Okay, dann schauen wir uns mal den Verlierer an. Das ist Boeing und Intel vor allem. Las Vegas Sands, also Spielcasino, Delta, Fluglinie, Uber, Fahrdienstleister und so weiter. Und dann allerdings sind ganz große Verlierer auch Unternehmen oder Aktien, die anfangs der große Gewinner waren. So etwa wie Netflix, Spotify, Zoom und natürlich die großartige Meta, die wir hier nochmal sehen. Da sind wir jetzt sogar unter dem Niveau von vor Corona mit 146 Dollar. Ja, nur noch, ich glaube, 400 Milliarden Dollar ist Meta wert. Wir sind jetzt doch ziemlich deutlich runtergekommen und bis auf WhatsApp spielt das Unternehmen eigentlich keine Rolle mehr. In der Jugend nutzt keiner mehr Facebook. Gut, man schickt sich ein paar WhatsApp-Nachrichten, aber that's it. Und die Frage jetzt ist, jenseits der großen Tech-Werte, wie geht es jetzt weiter? Wir sehen das eigentlich in einem Bärenmarktjahr, wie ist das Jahr 2022 ja bisher ist, mit doch zweistelligen Verlusten, dass dann eigentlich die Woche nach dem großen Verfall immer relativ positiv ist, sogar deutlich positiv mit plus 2,37% durchschnittlich. Und eins dürfen wir natürlich nicht vergessen, wir müssen alles jetzt gegen die Inflation rechnen, auch die Aktienmärkte. Also wenn die etwa 18% im Minus sind, dann können wir da ja die Inflation abziehen. Nein, das heißt, deine Verluste vermindern sich ja, gell? Du hast 20% Verlust, dann hast du 10% Inflation, hast du nur noch 10% Verlust, gell? Dein Verlust schmälert sich. Na, ist das nicht großartig, meine Damen und Herren? Also Börse macht Spaß, Börse ist cool und das gilt natürlich auch für diejenigen, die auf der Verliererseite stehen, so wie die Bank of Japan. Das ist die einzige Notenbank weltweit, die einfach so weitermacht wie bisher, die so sagt, wir sind jetzt eigentlich nicht im Jahr 2022, sondern
bestenfalls im Jahr 2021, als eben noch die Notenbanken die Geldpolitik extrem lax gestaltet hatten. Wir sehen etwa jetzt in Japan, aber morgen tagt ja die Bank of Japan in Japan, die Headline Inflation deutlich höher als erwartet, 3,0%. Und auch da sehen wir eine sehr steile Kurve nach oben, erwartet nur 2,6%. Und was Sie hier sehen, das ist die Folge einer, wie soll man sagen, Realitätsverweigerung der japanischen Notenbank. Hier sehen wir Dollar-Yen im Chart von Capital.com. Gekommen von, im Jahr 2021 waren wir so bei 100 knapp drüber und haben jetzt seit Jahresbeginn sind wir so bei 115 gestartet und dann bums ging es nach oben. Also wer sich weigert, die Realität wahrzunehmen, wird abgestraft, dessen Währung wird abgestraft. Das erhöht natürlich den Inflationsdruck auch in Japan enorm. Und was macht unsere EZB? Die hat gepennt und kümmert sich jetzt vor allem mal wieder um Klimasünder. Das ist richtig, Klimataliban kümmern sich um Klimasünder. Vielleicht können wir da so eine Art Klimapolizei auch mal irgendwie etablieren. Du, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Hier eine Empfehlung gegen Dekarbonisierung von Unternehmensanleihen. Ganz wichtig für die EZB. Die Inflation jetzt nicht so wichtig, offenkundig. Erste Artikelempfehlung und zweite Artikelempfehlung. Schauen Sie sich nochmal an, was bei diesen Erzeugerpreisen so reingeknallt hat. Natürlich Strom ist einer der Bereiche, da sind wir schon vor dem Ukraine-Krieg so teuer gewesen wie praktisch kein anderes Land. Das muss an unserer genialen Energiepolitik liegen, die natürlich ein extremer Standortvorteil ist dann für deutsche Unternehmen, die unter diesen Kosten leiden und damit im Grunde nicht mehr konkurrenzfähig sind. Also wir Deutschen haben derzeit ein Talent, unsere Wirtschaft kaputt zu machen. Da kann man nur ganz herzlich gratulieren. Ich empfehle die zwei Artikel zum Studium und sag Servus und Ciao.